So, hi Freunde, willkommen hier wieder zum Flerramstag. War auf jeden Fall eine sehr interessante und spannende Woche, vor allem weil ihr jetzt auch hier einen anderen Hintergrund habt. Ja, ich habe mein Zimmer etwas umgeräumt und Frage, kann irgendjemand den Hund da füttern? Baum? Also macht jetzt nichts Falsches hier, ich habe einen Wachhund diesmal im Flerramstag, der behält euch immer im Auge. Gut, aber jetzt erstmal zu einem aktuellen Thema. Ihr kennt ja sicherlich alle Sarrazar. Was für eine blöde Frage eigentlich. Steht unter den Top 30 Let's Player Kanälen in Deutschland und dann frage ich auch noch, kennt ihr Sarrazar? Auf jeden Fall, ja, unser Freund Sarrazar, der hat da jetzt ja ein Let's Play am Laufen. Das Ganze nennt sich Fahrenheit. Ja, ist etwas kurioser Spiel, ich habe da jetzt auch nicht so ganz durchgeblickt. Aber dank diesem Spiel hat der liebe Sarrazar 2 Strikes kassiert. Und das Kuriose dabei ist ja noch, dass er diese 2 Strikes auf das... Das Kuriose dabei ist ja noch, dass er diese Strikes auf einen und denselben Part bekommen hat. Bla. Was für ein Zungenbrecher. Jedenfalls gab es in diesem Part eine erotische Sexszene, die, by the way, eigentlich gar nicht so erotisch war. Ich meine, das ist, als würde man 2 Menschen in Minecraft beim Miteinander rumspielen zusehen. Macht das Sinn? Jedenfalls fand YouTube das Video anstößig und deshalb hatte er da schon mal den ersten Strike drauf bekommen. Jetzt wartet aber mal, das war ja noch nicht alles. Sarrazar hat das Video gelöscht und hat, wie jeder andere es auch getan hätte, einfach schwarze Balken drüber gemacht. Also so ungefähr. Oder so. Ihr versteht also, was ich meine. Gut, gesagt, getan. Er hat das Video dann ge-re-uploaded. Ge-re-uploaded. Ja, stimmt, glaube ich. Und wie es auch kommen musste, YouTube hat das Video wieder mit einem Strike gekennzeichnet. Weiterhin kann man da nur hoffen, dass sich das noch ändert. Aber Sarrazar hat ein Statement auf Facebook gepostet, worin er auch immer die ganzen Zuschauer informiert. Also ich drücke Sarrazar auf jeden Fall alle Daumen, die ich besitze. Und ich hoffe, du machst es auch. Und dann wird das sicherlich auch schon. Aber jetzt sag mir doch mal, wie genau du da reagiert hättest. Hättest du das Video rausgenommen und weggelassen? Aus Angst, noch einen Strike zu kassieren? Hättest du das Video vielleicht drin gelassen und wärst dagegen vorgegangen? Keine Ahnung mit welchen Argumenten, aber irgendwas lässt sich ja schon finden. Vielleicht hättest du einfach zu Vox gehen müssen und die Sendung Verklag mich doch einschalten müssen. Manchmal weiß ich nicht, was ich labere. Auf jeden Fall würde mich das echt mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Und lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Ich will euch hier mal was Kleines sagen. Es ist nichts Großartiges. Aber ich habe gemerkt, dass einfach viele von euch nicht wissen, dass ich auf Steam bin, dass ich Origin bin, dass ich in Uplay bin und dass ich auch in Facebook bin und dort eine Gruppe besitze sogar. In Steam besitze ich übrigens auch eine Gruppe. Ich werde hier unten einfach mal die ganzen Links einfügen und dann könnt ihr mich ja da adden, wo ihr auch drin seid. Dazu muss ich noch sagen, dass ich auf Facebook auch so ein bisschen Behind the Scenes einfüge. Also wann ich eben was hochlade, wenn ich gerade dabei bin, was zu rendern, wenn sich was verspätet oder sowas. Da erfahrt ihr es auf jeden Fall als erstes. Und wenn es mal Umfragen gibt, dann sehr wahrscheinlich auf der Facebook-Seite. Oder eben in der Facebook-Gruppe. Ich werde euch einfach mal beides in die Beschreibung reinpacken. Freunde, ich muss euch was wirklich mega Geniales erzählen. In Sao Paulo haben einige wirklich coole Techniker einfach mal ein paar Wolkenkratzer so umfunktioniert, dass man mit einem Tablet dort Tetris spielen kann. Oder Pac-Man oder was es dann auch so an 8-Bit-Spielen gibt. Auf jeden Fall finde ich die Idee echt genial und es heißt laut dieser Quelle, ja, man soll die Passanten aufhalten und dass sie einfach mal diese Schönheit der Stadt, frage mich auch, Schönheit der Stadt, Tetris, ne? Einfach mal ein bisschen genießen. Dass sie nicht dauernd in diesem Hetzmodus umhereilen und alles vergessen. Also ich finde es eigentlich echt cool gemacht, aber wer bezahlt denn das? Naja, kann mir ja egal sein, aber ich hätte da gerne wirklich, wirklich, wirklich gerne auch mal Tetris drauf gespielt auf diesem Wolkenkratzer. Das ist jetzt nur mal so ein kleines Zwischenthema und das meine ich auch mit diesen
Kurzinformation, wo ich einfach mal meinen Senf dazu gebe. Also ihr könnt auch gerne was von dem Senf abnehmen, aber dann bitte hier unten in den Kommentaren. Wieder so eine kurze Frage, die sich diesmal wieder auf meinen Kanal bezieht. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, hey, deine Videos sind zu lang, deine Videos sind zu kurz, deine Videos sind okay, deine Videos sind super gut. Aber wie lang wollt ihr jetzt die Videos eigentlich haben? Ich habe das eigentlich so eingeplant, dass ich da jetzt 10 Minuten pro Part mache. Ich denke mal, das ist eine gute Einheit und damit kann man eigentlich gut hantieren. Ich meine, ich will meine Parts auch nicht zu lang machen, weil ich das selber weiß, dass wenn so ein Part 17 Minuten lang ist oder 20 Minuten lang ist und das dauerhaft, da muss man ja immer eine halbe Stunde alleine nur für den einen Part opfern und das ist halt einfach viel. Irgendwann wird es dann langweilig, denke ich, und dann schaltet man auch schnell weg. Deshalb wollte ich einfach mal fragen, 10 Minuten ist doch okay, oder? Ich meine, wenn ich jetzt sowieso bald mehr Kurzprojekte mache, dann werden die sowieso, ja, wie lang werden da die Parts? Vielleicht 8 Minuten, zwischen 5 und 15 Minuten, kann man sagen. Aber es werden ja eh nur wenige Parts sein, deswegen werden die wahrscheinlich auch besser ankommen. Mal schauen, also eure Meinung zählt natürlich immer. Ohne euch, was wäre ich denn dann? Und ich finde auch eure Unterstützung bis jetzt echt mega, mega geil. Das ist einfach nur genial. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ich würde sagen, bei dieser hochemotionalen Stimmung verlasse ich euch jetzt mal. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Hoffentlich alle wieder zusammen. Bis dann und viel Spaß noch. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu supporten. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen.